das technische Genie des modernen westlichen Bewusstseins nicht in den Dienst der Nachhaltigkeit stellen? Ich heiße Ryan Wojtyna und arbeite im Bereich Batterien und Energietechnik. Elektrischer Strom ist politische Macht, das habe ich in Washington gelernt. Beide sind wie Pyramiden aufgebaut. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, diese Pyramide zu verändern, sie flacher zu machen. Jeder soll seine Energie selbst erzeugen können. Und das Ziel Ihrer Forschungen hier ist die Entwicklung eines Motors, der mit Wasser betrieben wird? Genau. Zur Vorbereitung habe ich mir jede Menge YouTube-Videos reingezogen. Ich habe aber auch einen Doktor in Chemie und viel über Zellenelemente gelernt. Nun, Wasserstoffmotoren gibt es ja schon.